Guten Morgen, ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich bin angekommen im Kapitel Orange. Die Kapitel haben hier Farben. Gelb ist Haut, Haare, Orange, oh, Gelb ist Augen und danach kommt Tieforange, die Ohren. Und es geht dann weiter Richtung Rot mit Mund, Hals, Atemwege und Magen, Darm. Das ist für mich das gleiche Orange-Rot. So, da geht es schon mit ja, Kaminrot weiter mit Leber, Galle, Rosarot, Harnwege, Niere, Rosa, Geschlechtsorgane, Sexualhormonsystem. Lila, Stoffwechsel, dunkelblau, Herz-Kreislauf, blau, Nervensystem, hellblau, Bewegungssystem oder himmelblau, Bewegungssystem, hellblau, allergische Erkrankungen, blau-grün, Schmerzen, Fieber. Dann gibt es weiter Entzündungen, Infektionen, Grün Alkohol und Nikotinabhängigkeit und Übergewicht und Grün schließt das Buch. So, im Kapitel Augen geht es als erstes um bakterielle Infektionen der Augen. Das beginnt auf Seite 100 und geht bis Seite 103. Das möchte ich heute vorlesen. Bakterielle Infektionen der Augen. Ein Zeichen wegmachen. Im Buch muss man vorsichtig sein, was man sich anstreicht. Wenn man da radiert, geht die Schrift weg. Bakterielle Infektionen der Augen. Bakterien können am Auge eine Reihe von Infektionen hervorrufen. Dazu gehören Bindehautentzündung, in Klammern Konjunktivitis, Klammer zu, und Hornhautentzündung, in Klammern Keratitis, Klammer zu. Auch eine Entzündung von Talg und Schweißdrüsen, das Gerstenkorn, ist bakteriell bedingt. Als Hagelkorn bezeichnet man es, wenn es sich um die entzündete Drüse wenn sich um die entzündete Drüse eine Kapsel gebildet hat. Als Hagelkorn bezeichnet man es, wenn sich um die entzündete Drüse eine Kapsel gebildet hat. Gerötete und tränende Augen können ein Anzeichen für eine bakterielle Augenentzündung sein. Ist die Bindehaut betroffen, können die Augen zudem brennen, jucken und es kann sich ein Fremdkörpergefühl einstellen. Die Augen können anschwellen und morgens beim Aufwachen durch weißlich-gelbes Sekret verklebt sein. Stärkere Schmerzen, Lichtempfindlichkeit und ein Nachlassen der Sehkraft deuten darauf hin, dass die Hornhaut beteiligt ist. Beim Gerstenkorn schwillt das Augenlid an, wird rot und schmerzt, wenn man darauf drückt. Beim Hagelkorn ist die Schwellung meist schmerzlos. Wann behandeln? Wann behandeln? Bakterielle Augeninfektionen müssen nicht unbedingt sofort mit antibiotikahaltigen Augentropfen behandelt werden. Auch wenn Antibiotika die Heilung bakterieller Bindehautentzündungen beschleunigen können, ist es vertretbar, dass der Arzt die Augen begutachtet und erst 3 Tage später, nach einer weiteren Untersuchung, über eine Behandlung mit Antibiotika entscheidet. So wird ein unnötiger Antibiotika-Einsatz vermieden, denn meist verheilen die Infektionen auch ohne Arznei.
Präparate ohne Konservierungsmittel sind vorzuziehen, da die Zusätze die Hornhaut der Augen schädigen können. Was kann ich selbst tun? Entzündete Augen sollten Sie Ruhe gönnen. Lesen und langes Arbeiten am Bildschirm belasten die Augen. Fernsehen strengt hingegen kaum an, weil die Augen dabei nicht von Zeile zu Zeile springen müssen. Ob warme Augenkompressen oder Spülungen mit Kochsalzlösung das Abheilen einer bakteriellen Augenentzündung beschleunigen können, ist wissenschaftlich nicht untersucht. Wollen Sie dennoch Kompressen auflegen, verwenden Sie keine Kamillenzusätze. Kamille kann den Reizzustand der Augen verstärken und gelegentlich zu Allergien führen. Wie lässt sich vorbeugen? Oft werden Bakterien von den Händen auf die Augen übertragen. Verwenden Sie daher Papiertaschentücher, um das Auge abzuwischen, und entsorgen Sie diese so, dass sie niemand mehr anfassen muss. Damit verhindern Sie, dass sich andere Menschen anstecken. Benutzen Sie immer ein eigenes Handtuch und einen eigenen Waschlappen. Reiben Sie nicht an den entzündeten Augen, damit Sie die Krankheitserreger nicht mit den Händen von einem Auge auf das andere übertragen. Waschen Sie sich an dem Kontakt mit einem Menschen mit Bindehautentzündung. Waschen Sie sich nach dem Kontakt mit einem Menschen mit Bindehautentzündung gründlich die Hände. Zweimal mit, da bin ich drüber gestolpert. So, das war's mit dem einführenden Text. Es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Da gibt es sehr viele orange oder gelbe, ich glaube, das ist gelb, und rote, die sind wenig geeignet bzw. mit Einschränkung geeignet, rot wenig geeignet, gelb mit Einschränkung geeignet. Es gibt ein paar grüne geeignete und es gibt hellgrüne, die sind auch geeignet. Gentamicin gibt es als geeignet und auch geeignet. Kanamycin gibt es als geeignet und das sind auch schon die beiden, die da als geeignet und auch geeignet in Frage kommen. Die werden als erstes bei den Antibiotikern aufgeführt und danach gibt es bei den Antibiotikern nur noch mit Einschränkung geeignete. Und dann gibt es Antibiotika mit Glucocorticoid, das ist nicht oder wenig geeignet. Was steht da? Da steht wenig geeignet. Dann gibt es drei Antibiotika, das ist auch wenig geeignet. Okay. Also es läuft alles auf Gentamicin und Kanamycin hinaus als erste Empfehlung. Damit geht es dann auch weiter. So.